Von Barcelona nach Berlin. Ich bin Ende September in Barcelona gestartet, um mit dem Fahrrad nach Berlin zu fahren. Zwischenstopp in Hannover, der Grund. Diese Flagge ist die katalonische Unabhängigkeitsflagge. Ich sah diese Flagge und fühlte mich gleich wie zu Hause. Mehr als 2000 Kilometer bin ich auf dem Weg nach Berlin schon gefahren. Eigentlich wollte ich nur einen Tag in Hannover bleiben, aber ich habe so viele nette Leute getroffen in dieser fantastischen Straße. Die Pyrenäen waren der härteste Teil. 2000 Meter bergauf und es war kalt. Ich konnte den Tunnel del Cadí leider nicht benutzen mit dem Rad. Wo er denn schon war? Ich war 4 Tage in Osnabrück, habe viele nette Leute getroffen. Davor war ich 2 Wochen in den Niederlanden. Delft, Den Haag, Amsterdam. Dort habe ich Freunde besucht. Was er vorher gemacht hat in Barcelona, wollte ich dann von ihm wissen. Guillem hat schon verschiedene Jobs gemacht. Der letzte war Fremdenführer in Barcelona. Er möchte um die Welt reisen. Dafür braucht er Sponsoren oder Arbeit während der Reisen. Vielleicht hört man ja mal von Guillem Gomez Oliveres. Good luck and all the best.